Was raten Sie den jungen Menschen, die heute ins Berufsleben einsteigen? Erstens, sie sollten tun, was sie gerne tun, was ihnen wirklich Spaß macht. Das dauert am längsten. Mhm. Zweitens, eine Karriere ist keine Sprint. Das ist ein Marathon. Und man sollte eigentlich sich fokussieren auf gerne die Reise machen. Mhm. Nicht auskonditionieren mit, wo werde ich eigentlich enden, aber die Reise genießen. Auf so einer Reise werden ja Rückschläge kommen. Was raten Sie den jungen Menschen, wie sie damit umgehen sollten oder können? Rückschläge sind immer Momente, Opportunitäten, um etwas zu lernen. Man lernt relativ wenig von Erfolg. Und Rückschläge, wenn man Rückschläge überkommt, dann ist man wirklich immer stärker, hat man etwas gelernt. Richtige Entscheidung für Sie erwiesen? Oh ja, es gibt viele von diesen, dass man Meinung A ist und dann hört man zu und B. Und es gibt dann die richtigen Argumente und dann sagt man, ja, ich habe mehr Sympathie für was ich denke, aber ich werde das andere Denken eine Chance geben. Und dann sieht man, dass es wirklich das Richtige war. Und wissen Sie, dass immer das Beste wissen und glauben, dass man das Beste wissen, ist eigentlich relativ dumm. Man lernt nicht von sein eigenes Denken. Man lernt von der Offenheit, anderes Denken einzubringen und Teil der Landschaft zu machen. Und dann diese Bestätigung des anderen Denkens zu kriegen, ist wirklich etwas, das reicht wieder. Herzlich willkommen zu Was ist gute Führung? Ich freue mich heute auf einen spannenden Gast, Paul Buhlke, Chairman of the Board of Directors der Nestlé-Gruppe. Nestlé ist eines der größten Unternehmen der Welt. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 270.000 Menschen. Im Jahr 2021 erwirtschaftet das Unternehmen einen Umsatz von 87,1 Milliarden Schweizer Franken. Nestlé vertreibt weltweit über 2000 Marken und betreibt über 350 Fabriken in 79 Ländern der Welt. Seit über 150 Jahren hat sich Nestlé sicherer und hochwertiger Ernährung verpflichtet. Das Unternehmen verkauft in 186 Ländern der Welt. Paul Buhlke ist seit 2017 Chairman des Board of Directors der Nestlé-Gruppe. Davor war er von 2008 bis 2016 Chief Executive Officer bei Nestlé. Insgesamt blickt er auf eine Karriere von über 40 Jahren bei Nestlé zurück, wo er im Jahr 1979 seine Laufbahn begann. Über seine aktuelle Tätigkeit bei Nestlé hinaus ist er Vice Chairman des Board of Directors bei L'Oréal sowie Chairman der Community of Chairperson des World Economic Forum. Er ist Member im Board of Trustees bei Avenir Suisse, Member bei JP Morgan International Council und Co-Chairman bei 2030 Water Resources Group. Ich wünsche interessante Einblicke im Gespräch mit Paul Buhlke. Herr Buhlke, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gerne. Herr Buhlke, was fasziniert Sie an Ihrer Aufgabe und was motiviert Sie für Nestlé zu arbeiten? Was mir fasziniert und eigentlich motiviert, ist, dass wir bei Nestlé viel bewegen können. Und persönlich, dass ich mich mit Nestlé identifizieren kann. Die Werten, Ziel. Das macht wirklich Spaß und ist motivierend, hat mir für all die Jahre motiviert. Und Sie sind seit über 40 Jahren bei Nestlé. Das ist ja eine außergewöhnlich lange Karriere. Wie sind Sie zu Nestlé gekommen und warum Nestlé? Weil eigentlich habe ich Nestlé angerufen. Meine Frau und ich, wir wollten im Ausland. Ich wusste, dass Nestlé überall besser ist. Und ich habe Nestlé angerufen und habe gesagt, dass ich war noch jung. Ich habe nicht viel Erfahrung, aber wir sind äußerst motiviert. Und wir wohnen in Ausland und so bin ich mit Nestlé in Ausland angefangen. Das war Peru zurzeit. Das heißt, Sie haben gleich in Peru begonnen mit Ihrer ersten Stelle? Ja, das war ein paar Monate in Europa, um Nestlé kennenzulernen, auch um Spanisch zu lernen und dann nachher Peru. Das war keine einfache Zeit. Das war, wenn das leuchtende Pfad da war,
1980. Aber das war gleich eine sehr gute, tiefe, intense Erfahrung. Was raten Sie den jungen Menschen, die heute ins Berufsleben einsteigen? Erstens, sie sollten tun, was sie gerne tun, was ihnen wirklich Spaß macht. Das dauert am längsten. Mhm. Zweitens, eine Karriere ist keine Sprint. Das ist ein Marathon. Und man sollte eigentlich sich fokussieren auf gerne die Reise machen. Mhm. Nicht auskonditionieren mit, wo werde ich eigentlich enden, aber die Reise genießen. Auf so einer Reise werden ja Rückschläge kommen. Was raten Sie den jungen Menschen, wie sie damit umgehen sollten oder können? Rückschläge sind immer Momente, Opportunitäten, um etwas zu lernen. Man lernt relativ wenig von Erfolg. Und Rückschläge, wenn man Rückschläge überkommt, dann ist man wirklich immer stärker, hat man etwas gelernt. Und man muss diese, es ist nicht Rechtlinie. Es ist immer ein bisschen Ups und Downs, aber die Linie muss nach oben gehen. Das habe ich auch gekannt. Mhm. Ich bin in viele Länder gegangen und einige Länder haben mir mehr gegeben als andere. Und jede Erfahrung hat etwas gegeben, aber nicht alles in das Richtige. Und man lernt, so mit anderen Worten, wirklich das Gleiche wieder. Die Reise genießen, aber die Perspektive der Reise sehen und nicht nur Moment nach Moment leben. Darf ich fragen, gab es mal einen Rückschlag, den Sie für sich als einen besonderen Lernerfolg verbuchen konnten? Es gibt professionelle Rückschläge, es gibt auch persönliche Rückschläge vielleicht. Professionelle ist es zum Beispiel ein Produkt lancieren, ja, das nicht funktioniert. Mhm. Gegen alle Erwartungen und Ambitionen. Aber das hört dazu. Persönliche Rückschläge, ich bin ein glücklicher Mensch, der Glück hat. So. Und ein Erfolg, wo Sie gesagt haben, der war für mich was Besonderes als Erfolg? Ja, es gibt einige, aber zum Beispiel, dann war ich zuständig für Nestlé in Tschechien. Und dann haben die mir gefragt, sie sollten einmal Deutschland übernehmen. Ich sprach noch kein Deutsch. Und dann habe ich irgendwo gesagt, ja, das ist riesengroß und irgendwo ist man nie vorbereitet für solche Sachen, muss man. Und dann nach 3-4 Monaten sagen, hey, ja, jetzt spreche ich in Kultur ein bisschen Deutsch, aber und die Menschen, die Struktur, nächste Struktur, der reagiert, ist motiviert mit mir und. Das habe ich als, ja, eine gute Sache gefühlt, ja. Das war gut. Darf ich fragen, wie haben Sie sich das zugetraut, ein Land anzunehmen in der Führung, wo Sie sagen, ich kann eigentlich noch nicht mal die Sprache, ich gehe dorthin, ich lasse mich darauf ein, aber ich bin eigentlich noch nicht so weit für das Land von der Sprache her. Wie traut man sich das zu? Aber das hat es immer gegeben, wissen Sie, ich bin nach Peru gegangen, habe ein paar Monate Spanisch gelernt, aber dann geht man dahin, dann ist man offen dafür und dann lernt man sehr relativ schnell. Ich bin auch von Ursprung Belgier und habe mich gleich 2-3 Sprachen und dann kommt die vierte dabei. und man hat mit der Einstellung auch zu tun, offen für. Mhm. Naja, 16 Jahre in Südamerika, Spanisch. Dann schicken die mir nach Portugal. Das ist nicht Spanisch, das ist Portugiesisch. Aber und wenn man wirklich da als Marktchef dahin geht, muss man gleich Chef sein. Und das hat mit auch die Sprache zu tun. Dann könnte, in diesen Ländern muss man nicht sagen, nein, wir machen das einmal in Französisch oder Englisch. Nein. Aber das geht. Mhm. Und wissen Sie, die Erfahrung, das hat da auch funktioniert. Ich hatte eigentlich keine Angst für Deutschland per se, aber man hat mir nur gesagt, ja, verdammt nochmal, das sieht als eine relativ große Herausforderung raus. Mhm. Aber dann irgendwo in Innen sagt man dann, ich war ja schon da und ich habe es geschafft, das schaffen wir wieder. Und man ist nie alleine. Mhm. Man hat immer die Leute rund um sich und das Unternehmen kenne ich kenne die Produkte irgendwo, das gibt immer einen anderen Kontext, aber
irgendwo hat diese Zeit und Erfahrung mir diese Ruhe gegeben. Ja, ja, ja. In den Ländern, in denen Sie waren, haben Sie viele Personalentscheidungen getroffen. Woran haben Sie Talent erkannt? Und woran haben Sie erkannt, dass das eine fähige Person ist? Erstens gibt es da, auch weil ich in viele Länder gewohnt habe, in viele unterschiedliche Kulturen, viele Menschen gekannt habe und so weiter, gibt man irgendwo eine Nase, ein Gespür für das. Ich habe auch ein relativ direktes Interesse dafür. Und es gibt immer zwei Elemente, die mir sehr wichtig sind. Das ist diese Person, professionelles Bereich, gibt es diese Begabung, das Kennen, das Wissen, was gemacht werden muss. Und zweitens die Haltung. Und diese Kombination war immer zwei Elemente, die sich zusammen, die irgendwo zusammenbringen. Jemand, der gut begabt ist, aber keine gute Haltung hat, das ist immer relativ schwierig, in Team zu arbeiten oder. So, die zwei Sachen kann man auch beobachten. Und mit meiner Erfahrung irgendwo guckt man in die Augen, dann schüttelt man die Hand, spürt man gleich. Mhm. Und das geht einmal, zweimal, dreimal und dann fängt man an zu sagen, ja, das funktioniert. Mhm. Mein Gespür ist relevant. Ja. Und Sie haben schon das Ausland erwähnt, dass Sie dort waren. Was war für Sie eine der wertvollsten Erfahrungen dort im Ausland, in der Zeit, in der Sie dort waren? Das hat mir, Ausland hat mir von Nestlé überzeugt. Ich habe gesehen, wie Nestlé ist wirklich in diesen Ländern. Zum Beispiel, ich habe erwähnt, dass ich mit Nestlé einen Beruf, wirklich ersten Job, wirklich in Peru angefangen habe. Und das war nicht einfach. Und das war relativ intens, politisch gesehen und gesellschaftlich gesehen. Und viele Unternehmen sind gegangen. Es gab keine Atmosphäre für. Und Nestlé ist geblieben. Und Nestlé ist geblieben, weil Nestlé, die engagiert sich in ein Land für langfristig. Und die bleibt in guten und nicht so guten Zeiten. Das hat mit vielen Dingen zu tun, hat auch mit dieser Verbindung mit Landwirtschaft zum Beispiel. Das ist immer langfristig. Aber hat auch mit diesem Konsument zu tun. Wir sind Nahrung, wir sind Teil des Lebens vieler Personen. Wir haben auch immer lokale Werken. Wir haben Leute da, die haben Vertrauen in unser Unternehmen. Und wir wollen das Vertrauen beantworten. Das hat mit irgendwo schweizerischen Werten zu tun, auch dieses langfristige Denken. Diese Kapazität, irgendwo ein bisschen durch schwierige Zeiten zu gehen. In gut Englisch, capacity to suffer. Und das hat mich irgendwo sehr motiviert. Und ich bin eigentlich stolz darauf, für ein Unternehmen, die diese Werte hat, zu arbeiten. Mhm. Die Nestlé-Kultur ist ja bekannt, weit über das Unternehmen hinaus. Was macht für Sie das Besondere der Nestlé-Kultur aus? Ich habe ja schon viele Werte erwähnt. Das ist das langfristige Denken, das die Standfestigkeit, das die Kontinuität, was das Unternehmen macht, die Ernährung und wirklich diese und versuchen, das weiterzuführen, mehr zu wissen. Die lokale Dimension des Unternehmens. Wir verkaufen normalerweise, 95%, was wir verkaufen, produzieren wir lokal. Mit lokalen Leuten, lokalen Ingredienten. Und die tieferen Werte von das Unternehmen, die Werte, die mit Respekt zu tun haben. Respekt für diese Länder, Respekt für sich selbst auch. Wo es stolz aufkommt und die Standfestigkeit und die Ehrlichkeit, der Respekt für die anderen, Respekt für Diversität. Nestlé hat in unserem Verwaltungsgebäude hier in der Schweiz haben wir so etwas von 100 Nationalitäten. Das ist nicht so. Nicht nur Nationalitäten, aber unterschiedliche Kulturen und. Und dann auch eine sehr wichtige, das langfristige Denken hat mit Respekt vor die Zukunft. Das ist ein Basiswert von Nestlé, Respekt vor die Zukunft. Das heißt langfristiges Denken, das heißt auch diese
diese wie heißt das, Nachhaltigkeit zu beobachten, das wirklich einzubauen in ihre Strategie. So, das sind diese Werte von Nestlé. Und das schaut sich schon an, wenn Leute, die Nestlé-Leute, die haben eine Loyalität, die bleiben lange bei Nestlé. Und irgendwo ist das nicht ein Ziel an sich, es ist eine Folge. Und das ist die Folge dieser Werten, die viele Leute mitleben. Was können Sie an der Spitze denn tun, um das mitzugestalten, dass sich das im ganzen Unternehmen durchsetzt? Beispiele. Wir haben, ich glaube, die Werten leben, über die Werten reden, zeichnen, dass das wichtig ist für eine, für mich, dass wir das bewerten, dass wir das wirklich schätzen. Das ist eigentlich unsere Rolle, irgendwo diese Werten explizit zu artikulieren wirklich ein aktives Teil der Landschaft zu machen. Mir ist aufgefallen, dass Sie immer wieder betonen den Stolz der Leute, den Sie auch fördern. Gibt es dort Punkte, wo Ihnen etwas in Erinnerung ist, wo ein schönes Element oder eine Erinnerung ist, wo Mitarbeiter stolz waren aufs Unternehmen, wo Sie das erlebt haben, wo Sie gesagt haben, wow, das verblüfft mich jetzt? Oder das begeistert mich, dass ich das sehe, diesen Stolz für die Arbeit, den die Leute bringen? Ja, es gibt, wissen Sie, Stolz ist eine Folge, ist kein Ziel an sich. Und das kann man nicht fahren, das muss man kriegen irgendwo. Stolz zum Beispiel, Covid, die ganzen 2 Jahre. Wir als Unternehmen, die Reaktion der Leute, unserer Leute, wirklich das zusammen zu gestalten, die Geschwindigkeit, mit wem wir das beantwortet haben, wie wir in die Werken uns neu organisiert haben, sodass wir wirklich da die Sicherheit der Leute, die Gesundheit der Leute und so weiter beobachtet haben und gesichert haben, wie neue Arbeitsweisen gleich akzeptiert werden und da sind wir stolz auf. Anderes Beispiel. Wir haben noch immer, und ich benutze das gerne, wir haben noch immer in Venezuela 5 Werken. Es gibt 2500 Leute, die da in die Werken für uns arbeiten. Das sind Nestlé-Employees. Und die Leute sind riesenstolz, noch immer Produkte zu produzieren in Venezuela, obwohl das nicht so einfach ist. Was wir jetzt in Ukraine machen, wo wir noch immer einige der wenigen Unternehmen sind, die produzieren da. Wir haben da 3 Werken und ich glaube 2 sind noch immer relativ operativ, weil die Sicherheit unserer Leute ist erste Priorität. Aber in diesem Zusammenhang, wo unsere Leute zusammen mit Rotes Kreuz da noch immer versuchen, Ernährung zum Konsumenten, zum Bevölkerung zu schicken. Das macht uns riesenstolz. Insgesamt als Unternehmen. So, das sind einige von diesen Beispielen. Es gibt viele andere, aber das sind diese jetzt, die frische. Ja, ja. Wie gehen Sie in dem Zusammenhang mit Kritik um? Sie werden als Unternehmen oder gerade auch als Person an der Spitze für solche Entscheidungen entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung kritisiert. Wie gehen Sie damit auch persönlich um, wenn man so im Kreuzfeuer der Kritik steht für Entscheidungen, die man trifft? Egal jetzt welche im einzelnen Beispielfall, aber Kritik prasselt ja auf einen CEO immer wieder ein oder auch einen Verwaltungsratspräsidenten prasselt es immer wieder ein. Wie gehen Sie mit der Kritik um? Ich glaube, erstens nicht persönlich nehmen, weil wenn da irgendwo Kritik gibt, dann ist das irgendwo eine Kritik auf das Handeln des Unternehmens. Sie gestalten das Unternehmen mit anderen, aber immerhin, nicht persönlich nehmen. Und dann auch die Perspektive sehen, weil es gibt viele mögliche Weise, die gleiche Sachen zu interpretieren. Die gleichen Fakten zu interpretieren, das sind die gleichen Fakten, aber jemand hat ein Urteil A, andere B und C. Und wir versuchen immer auf, nicht zu, wenn wir etwas tun, dann ist das mit Überzeugung. Das heißt,
Das beantwortet unsere Werte und geht in die Richtung, wo wir hingehen wollen. Mit anderen Worten, wir können mit Überzeugung argumentieren. Und wir sind offen für Kritik. Weil, also, was ich ja schon gesagt habe, es gibt viele Ecken, die gleiche Fakten zu sehen. Mit anderen Worten, die Offenheit zum Kritik oder zu. Wir haben Respekt für Diversität. Es gibt Respekt. Das heißt, es gibt diverse mögliche Interpretationen. Das positiv zu sehen, in die Argumentation zu gehen, das ist nur, das verreichert. Das verreichert uns. Aber man muss sich sicher sein, dass man wirklich dastehen kann, zu argumentieren und zu sagen, ja, aber wir machen das, weil wir denken, überzeugt sind von. Das ist wichtig. Das ist auch unsere Rolle als Führung unseres Unternehmens, ist zu wissen, wo die Reise hingeht und warum und wie wir das gestalten, welche Werte wir als Referenzen haben. Das erlaubt es, das mit Kritik relativ positiv umzugehen. Und den Wechsel von der CEO-Position zu der Position des Verwaltungsratspräsidenten. Wie haben Sie diesen Wechsel erlebt? Und was raten Sie Personen, die diesen Wechsel selber vollziehen oder diesen Wunsch haben, von der aktiven Rolle als CEO oder als Vorstandsmitglied in eine Verwaltungsrats- oder Aufsichtsratsrolle zu wechseln? Wie haben Sie es erlebt und was raten Sie anderen? Ich habe es gut erlebt. Ich habe es auch überlebt. So, nein, erstens wissen, was das Unterschied ist. Und das Unterschied ist relativ einfach gesagt. CEO ist Nase drin und Hände drauf. Das Verwaltungsratspräsident ist noch immer Nase drin und Hände drauf. Mhm. Ich habe es gut erlebt, auch weil ich einen sehr guten CEO habe. Weil, Entschuldigung, er macht eine sehr gute Arbeit. Wir sind einverstanden. Wir sind in Einklang. Wir sind unterschiedliche Personen, aber das hat auch einen Vorteil. So etwas von Yin-Yang, wissen Sie. Aber ja, das ist wichtig. Aber das hat mir erlaubt, wirklich diese Distanz zu nehmen, Kontext zu sehen und wirklich tun, was ich tun muss, bis es machen, dass er erfolgreich ist und dass wir ein gutes Board haben, die richtige Fragen stellen, weil dann die richtigen Fragen die richtigen Antworten induzieren. Sie haben Yin-Yang erwähnt. Sie haben sehr starke Persönlichkeiten in dem Vorstand in Ihrer Zeit als CEO gehabt. Sie haben jetzt viele starke Persönlichkeiten um sich herum. Wie gehen Sie damit um, wenn die unterschiedlicher Meinung sind? Und wie fördern Sie das vielleicht sogar? Weil die starke Persönlichkeiten sind, wenn die eine andere Meinung haben, dann irgendwo macht es Sinn. Weil wenn das nur eine andere Meinung ist, eine andere Meinung zu haben, das macht keinen Sinn. Aber mit diesen Leuten muss man zuhören, weil irgendwo bringt das etwas. Und das macht unsere Entscheidungen reicher. Und wissen Sie, das Wichtigste an Bord ist wirklich diese Judgment, dass die Entscheidung, nicht Entscheidung, aber das Urteil? Das Urteil in eine sehr komplexe, ambiguous world, Welt zu machen. Da braucht man wirklich starke Persönlichkeiten, die Perspektiven haben, die sich auch ergänzen. Und die Dynamik und Diskussion macht nur unsere Entscheidungen viel reicher. Was man haben musste, ist, dass da irgendwo am Ende der Reise, am Ende der Diskussion, dass wir sagen, ja, das war nicht 100% meine Meinung, aber immerhin, ich stehe da hinten. Und das ist die starke Persönlichkeit. Aber dann das Gute des Unternehmens in erste Stelle zu setzen, immer, sind die Konditionen für ein erfolgreiches Team, Board oder Management-Team. Und ich glaube, das ist Teil meiner Rolle, ein guter Bestandteil meiner Rolle zu machen, dass diese Elemente da sind. Mhm. Und in diesen Situationen, gab es mal dort einen Rückschlag, wo Sie gesagt haben, das war später vielleicht ein Erfolg? Oder in einer späteren Phase hat sich so ein Zurückstehen in eigener Sache auch als
richtige Entscheidung für Sie erwiesen? Oh ja, es gibt viele von diesen, dass man Meinung A ist und dann hört man zu und B. Und es gibt dann die richtigen Argumente und dann sagt man, ja, ich habe mehr Sympathie für was ich denke, aber ich werde dieses, das andere Denken eine Chance geben. Und dann sieht man, dass es wirklich das Richtige war. Und wissen Sie, dass immer das Beste wissen und glauben, dass man das Beste wissen, ist eigentlich relativ dumm. Man lernt nicht von sein eigenes Denken. Man lernt von die Offenheit, anderes Denken einzubringen und Teil der Landschaft zu machen. Und dann diese Bestätigung des anderen Denkens zu kriegen, ist wirklich etwas, das, ja, das verreichert wieder. Mhm. Es gibt viele von diesen kleinen Entscheidungen. Einmal eine große Entscheidung, wo ich sage, ich war viele kleine. Ja. Und ab und zu hat man auch die Zufriedenheit, irgendwo gesagt zu haben, nein, ich bin überzeugt, dass ich das Richtige habe. Und dann das so bewiesen zu kriegen, ist auch schön ab und zu. Da darf man berechtigt drauf stolz sein. Ja. Sehr schön. In den letzten 40 Jahren hat sich die Rolle des Unternehmens stark verändert. Von Gewinnmaximierung heute zu Stakeholder Capitalism und ESG. Was ist aus Ihrer Sicht die Rolle des Unternehmens? Erstens, hat sich das wirklich geändert? Ich glaube es nicht. Das Unternehmen war immer nicht nur Profitmaximierung. Da hat sich so pronunziert, Friedman. Mhm. Das war vielleicht auch eine Reaktion auf andere Zeiten. Das war keine Veränderung von Nestlé. Wir waren immer überzeugt, dass das Unternehmen eigentlich wertschöpfen muss für alle Teilnehmer der Gesellschaft. Nicht nur die Anteile, die Shareholders. Und das haben wir immer so gemacht, glaube ich, intuitiv. Das hat mit guter Ernährung, bleiben, wo wir sind und gut und nicht so gute Zeiten, Arbeitsplätze schaffen und so weiter. Eigentlich haben wir das vor 15 Jahren so gesagt, wir müssen das einmal gut artikulieren, wie wir das machen. Und das haben wir als gemeinsame Wertschöpfung definiert. Ein Unternehmen, und das ist eine Überzeugung, war immer meine Überzeugung, aber Nestlés Überzeugung von Anfang. Das war, ein Unternehmen kann nur erfolgreich sein in der Zeit. Das heißt, Wertschöpfung für finanzielle Wertschöpfung, erfolgreich sein. Kann nur erfolgreich sein in der Zeit, wenn es wirklich Wertschöpfung für alle Teilnehmer der Gesellschaft. Weil wenn das nur auf die Finanzielle geht, zum Kosten der Gesellschaft, kann das langfristig keinen Erfolg geben. Und das hat die Konzept gemeinsame Wertschöpfung, Creating Shared Value. Und ich glaube, das hat jetzt hat viele Namen. ESG, Stakeholder Capitalism, statt Shareholder Capitalism, eng Stakeholder. Das war für mich immer deutlich. Mhm. Es ist schön zu sehen, dass das, was wir, unsere Überzeugung, eigentlich der Überzeugung der Gesellschaft und die anderen Unternehmen geworden ist. So, jetzt sind wir wieder alle zusammen in Einklang. Das Machen ist nicht einfach. Und bei Nestlé machen wir das immer so, wir sind ein großes, relativ groß globales Unternehmen, aber wir sind sehr lokal dargestellt, aufgestellt. Und die Creating, das gemeinsam Wertschaffen ist deutlicher, wenn man das wirklich so in situ sieht, wie das funktioniert. Und das war auch meine Erfahrung in Ausland und habe ich das so gesehen, hat mir dann auch für Nestlé gemotiviert immer. Sie haben schon gesagt, dass Sie die vielen Stakeholder einbeziehen, mit denen ins Gespräch gehen. Was machen Sie mit aktivistischen Shareholdern, die auf das Unternehmen ja vielleicht eher besonders kritisch zugehen, sage ich mal, die fast feindselig auf das Unternehmen zugehen? Wie gehen Sie mit denen um, die Sie ja doch auch noch hören wollen und auch an Bord halten müssen? Das sind Aktionäre. Wir hören
alle Aktionären zu. Und einige sind passiver, einige sind aktiver. Einige sind schweigen, andere sind ausgesprochen. Was wir tun müssen, ist, die Anteile, die Aktionären anzuhören. Weil das ist wichtig, zu wissen, was die denken, was die glauben, was die erwarten. Und das ist Teil meiner Rolle, dass, die Ohren am Grund zu legen und zu wissen, was da draußen gibt. Und das mache ich nicht nur alleine. Wir haben auch das, den CEO und es gibt viele Instanzen, die mit Aktionären zu tun haben. Und das kristallisiert sich in. Und einige von diesen Aktionären sind mehr ausgesprochen. Und in einige Sachen haben die recht, vielleicht, lernen wir von. Und dann müssen wir die Prioritäten setzen. Aber wir sind zuständig für alle Aktionären. Und das ist auch wieder die Balance zu behalten. Und nicht nur der am lautesten redet, anzuhören. Zum Abschluss des Gesprächs wollte ich Sie gerne noch fragen, gab es einen besten Rat, den Sie auf Ihrem Weg bekommen haben? Ja, wir haben da schon mal über gesprochen. Das ist diese Detached, das ist wirklich etwas, das noch immer sinnvoll für mich ist. Detached Involvement. Das heißt irgendwo, was Sie gesagt haben, da, auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig sich selbst anzuschauen, Distanz zu nehmen. Und ich glaube, das hat das Vorteil, dass man wirklich sich selbst ein bisschen relativiert, dass man die Perspektive behält, dass man auch sich selbst in diesem Sinne auch einschätzen kann. Und dass man dann auch nicht jeden Moment intens lebt als, an sich, aber das eigentlich in Kontext setzen kann. Und wie ich ja schon gesagt habe, relativiert. Ja, Detached Involvement, das hat mir bis jetzt immer geholfen. Und darauf aufbauend, gibt es einen Rat, den Sie an die nächste Generation vielleicht weitergeben können? Es gibt so viele Sachen, die ich gelernt habe oder gespürt habe, dass ich teilen will. Ich habe ja schon gesagt, die jüngere Generation, professionell betrachtet, dass die Karriere keine Sprint ist, das ist relativ wichtig. Dass man auch nicht sein persönlicher professioneller Erfolg nur konditioniert mit das Endstation. Zum Beispiel, Sie sind jetzt CEO, Chairman. Das wird mein Erfolg konditionieren. Das ist sehr gefährlich. Wenn man nur sich sein Erfolg konditioniert mit, was am Ende kommt, dann ist man relativ nicht so glücklich, weil es gibt nur einen CEO, es gibt nur etc. Man muss wirklich diese Reise genießen. Man muss mit seinen Kollegen zusammen die Reise genießen und dann sehen, was rauskommt. Es kann doch nicht sein, dass man alles ansetzt. So diese Perspektive zu behalten, ich glaube, ist weil, sehen Sie, ich habe Glück gehabt. Ich bin, wo ich bin. Und das war nicht nur meine Sache. Das war auch, weil ja, die Opportunität, die Möglichkeit war da. Und ich war alter und ja, und so mit anderen Worten zu sagen, das habe ich gemacht, das ist doch blöd. Man muss auch ein bisschen Glück haben und man sollte nicht sagen, nein, ich bin kein CEO, mein Leben ist ein Fehler. Nein, Reise genießen. Und, andere gute Rat, ich habe das so gesagt, das ist immer schockierend, aber Sie sollten nie arbeiten für Ihr Chef. Dann sagen wir, das muss er erklären. Aber ich glaube, man muss arbeiten für seine Kollegen, für die Leute, die für ihn arbeiten. Das ist die Priorität, weil ihre Karriere wird gemacht mit ihren Teams, mit den Leuten, die mit ihr arbeiten und ihren Kollegen. Und dann sollten sie einen Chef haben, der das sieht, beobachtet und dann die Möglichkeiten gibt. Wenn man nur für seinen Chef arbeitet, nicht schön. Herr Burki, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.